Herzlich willkommen zur 22. Folge von Transilver 2 zusammen mit Tobi. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wir fahren heute einen RE15. Und zwar fahren wir den von Großenhain Cottbusser Bahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Der Kollege hat den schon von Hoyerswerda hierher gefahren. Und wir übernehmen jetzt die Fahrt weiter. Ab hier. So. Unser Steuerkopf ist im DB Regio Design. Der Waggon dahinter im VVO Design. Hatte ich aber schon ein paar Mal erklärt. Dass halt eben hier auf der Strecke Dresden-Riesa die mitgelieferten Fahrzeuge im VVO Design sind. Und ich diesen DB Regio Triebkopf nur durch die Strecke Dresden-Riesa habe. Aber ich leider nur den Triebkopf auswählen kann und nicht die Waggons selber. Deswegen kommen wir so ein Mischmasch aus DB Regio und S-Bahn Dresden-Verkehrsverbund Oberelbe, wo die Region hier ja auch dazu zählt. So, da ist der Zug in die Gegenrichtung. Deswegen können wir jetzt auch fahren und die Strecke von uns ist ja eingleisig. So, ich würde sagen, zumachen. Das schaut aber auch gut aus. Oh, da muss ich kurz niesen. So. Und dann können wir auch losmachen. Die Bremsen sollten gelöst sein. Jo. Dann geht es los. Ich überlege gerade. Nee, hier müssten wir. Nee, Quark. Geht ja gar nicht. Nee. Ich hatte überlegt, weil eine 146 haben wir jetzt ja vor einer Weile die AFB entdeckt. Sehr ehrlich überlegt, ob es hier vielleicht auch eine AFB gibt, aber Quark, kann es ja gar nicht, hier gibt es ja gar keinen AFB-Hebel. Beim Anfahren sollst du erstmal dich konzentrieren und weniger reden, Pascal. Also wäre dir aufgefallen, dass du zum einen über 40 km/h schnell warst, obwohl hier nur 40 km/h gelten, ne? Und zum anderen wärst du nicht 45 km/h schnell geworden und hättest somit deinen PZB-Startmodus ausgereizt. So überreizt. Ja. Aber ihr seht das ja auch. RE15 nach Dresden Hauptbahnhof. Heute mit zwei Doppelstockwagen. Geschoben von einer 143. In der Regel fahren hier ja Bombardier Talent 2 drauf. Einige Garnituren fahren aber auch mit Dostos und einer 143. Beziehungsweise hier mit 143 in der Realität mit einer 112. Denn die 143 und 112 sind an sich im Großen und Ganzen die gleiche Lok. Nur ist die 143 maximal 40 km/h kann. 120, wie komme ich also 40? 120 km/h kann. Während die 112 maximal 160 km/h kann. Und zwischen Kosmich und Dresden-Neustadt auf dem Streckenabschnitt dürfen wir auch 160 fahren. Deswegen wir heute unserer Lok einen Nachteil haben werden, weil wir nicht die Höchstgeschwindigkeit und Fahrplangeschwindigkeit erreichen können und somit natürlich einen Nachteil haben zu unseren 442, also den Hamsterbacken, die eigentlich hier auf dem Kurs fahren. Ja, soweit der Vorrede. Und jetzt rauschen wir hier mit 100 km/h durch die Gegend nach Riesterwitz, hier auf unserer eingleisigen Hauptbahn. Riesterwitz-Großenhain. So, ein bisschen Gas kann ich noch geben. Sind noch mal hier für 100 km/h bekommen. So, jetzt mache ich auch mal aus. Weil zu dem Leistungsabfall und auch Bremskraftabfall, das dauert hier aber eine Weile. Bei der 143. Deswegen muss man da ein bisschen zögerlich sein. Weil die halt eben da nicht direkt reagiert, so wie man es möchte, sondern immer ein bisschen hinterherhängt in der Reaktion. Ist schlecht. Ist halt alte 80er-Jahre-Technik aus der DDR. Die wurde noch gut damals im VEB-Waggonwerk Henningsdorf bei Berlin gebaut. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten
Priester Witz. Da kommen nämlich alle her, die 143 auch 112 und 114. RE50 nach Leipzig Hauptbahnhof über Riesa um 17.38 Uhr. Diese Lok hier gibt es jetzt drei Baureihen. Das 143 mit 120 km/h, das 112 mit 160 km/h und das 114er mit 140 km/h maximal. Gleis 2. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen. So, 60 km/h haben uns angekündigt, das ist auch die Einfahrgeschwindigkeit. Dann im Priesterwitz. Auf Wiedersehen. Hier sollten wir auch langsam runterbremsen. Nächste Station: Priesterwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gut, die haben wir jetzt erreicht. Können wir ein bisschen Gas geben, wollen die ja nicht unterschreiten, von was hier auch dezent bergauf geht und werde ich natürlich noch ein bisschen mehr an Geschwindigkeit verlieren. So, halbe Minute für den Kilometer. Na, das wird nichts, aber gut. Da hatten wir ja auch eine Zwangsbremsung. Weil bei 60 km/h braucht man ja bekannterweise für einen Kilometer auch eine Minute. Ja. Die Einfahrkurve hier ist halt eben nur mit 60 km/h. Genauso auch wie da die Weichen, damit wir dann noch auf den richtigen Bahnsteig kommen, wir dürfen uns gleich einmal nämlich alle Gleise überqueren hier. Ehe wir uns auf dem richtigen Bahnsteig wiederfinden. So, und noch eins rüber auf das Überholungsgleis. Na, so weit vor müssten wir gar nicht rollen. Unser Zug ist ja recht kurz nur. Sind nur zwei Doppelstockwagen, deswegen. Aber gut, müssen die Leute den kleinen Ticken weiterlaufen. Ne? So, da steigen sie alle raus. So, ganz schön viele. Hatte keine Lust mit mir mitzufahren oder was? Die waren so geschockt von der Zwangsbremsung gerade, dass sie sich denken, oh Gott, ich nehme lieber den nächsten Zug. So, Zwangsbremsung bei 45 km/h, weil die auch so katastrophal ist. Ja, aber ich sag mal, der fängt gerade erst an mit seinem Arbeitstag und wie wird es dann am Ende des Arbeitstags? Tja. Es kann nur besser werden. Schließen. Nicht öffnen. Gut, dann Leistung. So, 60 km/h ist weiterhin auch für die Ausfahrt. Hier liegt kein PZB-Magnet, das brauche ich auch nicht bestätigen. So, ein bisschen schneller als 60, weil ich zu spät die Beschleunigung habe abbauen lassen. Ich will nicht unbedingt schneller als wir dürfen über die Weiche drüber fahren. Jetzt gleich. Deswegen lasse ich das auch mal gut sein. So, dann können wir auf 120 auch dann hochbeschleunigen, unsere Vmax heute. Denn wir haben dann nämlich noch 10 Kilometer, ehe wir in Weinböhler halten müssen und fahren dabei dann auch noch durch Niederau durch, weil da hält bekanntlich nur die Regionalbahn und der RE50, nicht jedoch der RE8 oder RE15. Wissen natürlich alle, die auch die letzten Folgen hier gesehen haben, gab ja schon einige hier auf der Dresden-Riesa. Und die heutige Folge ist auch die letzte Folge auf der Dresden-Riesa. Nächste Woche geht es dann nochmal auf die Dresden-Chemnitz, davor noch mit der S3 von Freiberg nach Dresden. Ne? Und dann war es tatsächlich auch schon die letzte Folge von Trains & Words 2, die ich euch anbieten werde. Weitere Folgen sind zurzeit nicht geplant. Eher wird es dann so sein, dass es dann wahrscheinlich im Sommer, Herbst rum, wahrscheinlich eher Herbst, dann auf dem Kanal dann irgendwann mal weitergehen wird mit dem Thema Zug. Und zwar dann wahrscheinlich in Zusi 3.
So. Da haben wir unsere V-Max auch erreicht von 120 km/h. Dann können wir erstmal den Zug rollen lassen. Wir wollen auch Energie sparen, ne? Da können wir auch mal schön rollen, jetzt einfach mal bis bei 116 oder so sind, dann kann ich ja wieder ein bisschen Stoff geben. Das ist ja auch nicht das Problem. Und sonst so, Tobi? Naja, ich schraube gerade ein paar Autos. Ja. Für Car Mechanic zu vorspielen. Es gibt glaube ich auch einen Zug Mechanic Simulator, oder? Ja, gibt's. Wollte ich fragen, gibt's nicht für alles Mechanic-Simulatoren heutzutage? Ja, okay, stimmt auch wieder. Ich glaube, vor diesen, vor 2-3 Jahren so diesen Mechanic-Simulator, wo da ist ja, wo er gefühlt jeden Monat 2 neue Mechanic-Simulatoren rausgekommen sind. Weil Playway hätte da ja so eine schöne Nische, in Anführungszeichen, gefunden, die ganz gut geklappt hat. Jetzt habt ihr natürlich dann noch ganz, ganz viele weitere Mechanics-Motoren, ne, auf der gleichen Engine dann aufgebaut haben. Es ging dann ja von Car Mechanic über Train Mechanic und Bus Mechanic bis hin zu Panzer Mechanic oder so, das gab's ja auch. Also wirklich alles mögliche und noch viel mehr gab's an Mechanics. Ja, ich sag mal, es ist halt auch interessant, wie so, man lernt ja auch so ein bisschen, wie so Sachen aufgebaut sind, wie kann man die ganzen Dinge auseinandernehmen. Es ist halt auch zum Teil ziemlich interessant. Ich meine, wer von euch hat schon mal einen Panzer auseinandergeschraubt, ja? Ich glaube eher die wenigsten. Also bist vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ja, Kfz-Mechaniker bei der Bundeswehr oder so. So, dann lassen wir wieder rollen. Dann haben wir schon die Hälfte der Strecke erreicht bis Weinböhler. Können wir noch von außen unseren Zug hier bestaunen. Sieht doch ganz nett aus. Ja, also passt sich schön so. So. Mal jetzt mal etwas, was ich sonst nie gemacht habe. Das Thumbnail bereits in der Folge schießen. Ne? Bist du etwa zu faul, das danach nochmal zu machen? Nee, bist du ja danach nochmal das Szenario starten, wie die 21 Mal davor. Ich habe ja wirklich bei jedes Thumbnail ja jedes Mal deine Szenario nochmal gespielt, bin dann an die jeweilige Stelle gefahren, wo ich dachte, da könnte man ein Thumbnail machen, hab dann probiert, bin an der Stelle dann hin und her rangiert, zurückgefahren, vorgefahren, geschaut, wie passt es am besten vom Winkel, sieht das so gut aus, rumjustiert, also teilweise wirklich den Zug so ein paar Zentimeter nochmal vorgefahren, rückgefahren, wie auch immer. So sieht eben möglichst gut aussieht halt eben. Ne? Und dann hat eben erst ein Foto gemacht, deswegen. Ne? Ja, wenn ich jetzt gerade so einen schönen Shot halt eben gerade habe, wie wir hier da durch diese Hänge, also da entlang dieser Hänge da fahren, die hier so mit Bäumen bewachsen sind, was echt schön aussah, warum soll ich da nicht gleich ein Thumbnail machen, ne? Ja, warum nicht? Also. Da spare ich mir ein bisschen Arbeit. Weil dann hast du auch weniger Risiko, dass du beim Thumbnail machen nochmal entgleist. Okay, das ist eine ganz andere Story, aber das war auch Langeweile. Okay. Ich hab bisher das war bei der Folge mit, wo wir den 17 Minuten Verspätung hatten, ne? Also stärker als Bahn. Und da wollte ich ja nochmal nach Crosswich fahren, um da dann vor dem roten Signal zu posieren. Und Thumbnail zu machen. Und bin dann einfach da dann direkt losgeprescht, dann eben, warum sollte ich an jedem unterwegs da halt halten, ne? Hab in Neuss-Sörnewitz dann aber vom roten Signal gestanden und keinen grünen bekommen. Ja, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen zu rangieren, meinen Anhänger abzumachen und dann mit der. Oder? Nächste Station.
Weinböhler. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ganz kurz die Ansage abgewartet. Bin dann ein bisschen rangiert, hab dann meine Lok abgekoppelt von den Waggons, bin dann mit der Lok vorgefahren, bis ans Signal, bin mit Vollspeed gegen die Waggons hinten gegengefahren, weil ich die zurückschieben wollte. Ja gut, dabei ist dann meine Lok entgleist. Ja, die Bremsung war jetzt echt nicht optimal, das war viel zu schwach. Und ich schaff's keineswegs bis zum Ende des Bahnsteigs zum Stehen zu kommen. Ich glaube, hier können nicht ganz so viele Menschen ein- und aussteigen gerade. Nee. Ja. Dann Bremse lösen, bitte. Warum fahren wir vorwärts? Ich habe Rückwärtsgang eingestellt. Oh, wir rückwärts fahren. Kann man ja machen. Das Gefühl, hier funktioniert irgendwas mit dem Rückwärtsfahren nicht. Ja, dann öffne ich jetzt einfach jetzt hier irgendwo im Nirvana meine Türen. Was das Spiel noch anerkennt. Die Leute können sich schon hinspringen. Und wir tun es einfach mal so, als ob ich tatsächlich gehalten hätte, weil an sich würde ich jetzt gerne einen Bahnsteig zurückrangieren, aber ihr seht's ja. Irgendwie fahre ich dann beim Rückwärtsfahren langsam vorwärts. Kannst du das Signal da vorne erkennen? Ich erkenne da gar nichts. Weil unser Vorsignalwiederholer war nämlich gelb. Ah, jetzt ist er grün. Gut, wir können fahren. Sind hoffentlich möglichst wenig Verspätung dann erhaschen auf unserer weiteren Fahrt bis Krauswig. Das wäre uns nämlich suboptimal. Ich würde mich gerne möglichst pünktlich noch in Dresden ankommen. Das wäre zumindest mein Bestreben. So, jetzt scheint es aber auch gut zu laufen mit der grünen Welle hier. So, wo waren wir denn stehen geblieben zuletzt, Tobi? Bei der Geschichte mit der Rangierlok? Achso, ja, genau. Waren wir da schon durch? Nee. Naja, ich bin dann also mehrfach gegen die Waggons gefahren, immer wieder gegengefahren. Die haben sich auch leider nicht bewegt, also nach vorne gefahren, damit noch mehr Speed wieder gegen die gefahren. Man wird auch nicht bewegt und ja, irgendwann sind sie dann entgleist. Also nicht die Waggons, sondern meine Lok ist entgleist, umgekippt und lag dann auf dem Gegengleis. So, kam gerade die Ankündigung für 100. Spoiler, auf dem Gegengleis zu liegen, ist nicht so gut. Ja, und das Szenario dann beendet. Mit den Worten, Szenario fehlgeschlagen, Triebfahrzeug entgleist. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Coswig. Sie haben folgende Anschlüsse. S1 hier nach 100 Triebestal über Neusörnewitz
um 17.56 Uhr von dann Gleis 1. Dann haben wir hier 1. Drüben die Strecke aus Meißen aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise. Strecke Borsdorf-Coswig. Auf Wiedersehen. Oh, da wartet eine S-Bahn auf uns. Die am roten Signal warten musste, bis wir rübergefahren sind, damit sie jetzt losfahren kann erst. Passiert. Nächste Station, Coswig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und dann lasse ich den Zug hier fürs Weitere erstmal rollen. Grün blinkend. Mit einem R für Regionalbahnstrecke und das grün blinkend bedeutet 100 km/h erwarten. Auf die werden wir uns dann auch einstellen. Zu die hinter Coswig dann erhalten. So, wir halten aber trotzdem nur auf Gleis 3. Also in der Realität würden wir jetzt auf Gleis 4 halten, ne? Gleis 3 hält in diese Richtung eigentlich nur die S1 und der RE50. RE15, RE18 würden auf Gleis 4 halten, ne? Und die RB31 auf Gleis 5 halten. Beziehungsweise in die Gegenrichtung würde die RB31 auf Gleis 4 auch halten. So, das war jetzt ein bisschen weit gefahren. Das kann aber passieren. Jetzt dürfen die Leute von da hinten hier vorlaufen. Aber gut, ich habe halt mich wieder nicht aufs Bremsen konzentriert. Kennt man irgendwie. Wie viel, dass wir das schon mal hatten? Nein, ich glaube, das hat man noch nie. Nee. Ich und sich nicht aufs Bremsen konzentrieren, sondern lieber mit den Leuten labern, damit die unterhalten sind. Gehen Sie bitte aus der Lok raus. Das ist echt unge... So meinte ich das jetzt nicht. Steckt der sich in die Lok rein? Dann sage ich einfach kurz, gehen Sie bitte aus der Lok raus und spawnt der einfach. Also, das war jetzt nicht gemeint. Hat er denn wenigstens das Ticket gelöst? Deswegen habe ich ja gesagt, er soll aus der Lok rausgehen, weil er kein dazu nicht berechtigt war. Ja, aber ich sag mal, wenn er die spawned ist, aber vorher ein Ticket gekauft hat, haben wir Plus gemacht. Ja, aber er war nicht dazu berechtigt, in der Lok zu sein. Also, nö. Ja, okay. So. Gelb mit grüner Leiste sind 100 km/h und... Das blinkende grüne Licht da oben bedeutet 100 km/h erwarten. 100 und 100 erwarten, das sollten wir hinbekommen. Und dann ist unser nächster Seite noch Dresden-Neustadt. Und wenn wir jetzt ja dann hier einmal den das Bahnhofsvorfeld von Coswig überwunden haben, genauso wie die Strecke Berlin-Dresden, die sich jetzt hier einfädelt mit dieser Verbindungskurve, dann sollte alles super Warum kriegen wir jetzt gelb? Okay. Warum wir jetzt hier gelb bekommen, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber gut, die Fahrdienstleitung, die weiß schon, was sie macht. Würde ich auch sagen. So, kriegt man noch eine 500 Hertz Überwachung oder kriegt man doch einen Fahrtbegriff? Fahrtbegriff? Fahrtbegriff, ne. Ja, wir haben grün. Was zur Hölle ist das denn? Na, ein grünes Signal ist ein Fahrtbegriff. Das ist ein Signalbegriff, der dir eine Fahrt signalisiert. Ein Fahrtbegriff. Mit 130 km/h. So, dann einmal mit 130 km/h dann hier auf das andere Gleis wechseln. Von der Verbindungskurve. Auch wenn unsere Strecke die ist, die eigentlich gerade weitergeht, während das einfach nur eine Verbindungskurve ist, die hier einmündet, aber habe ja schon ein paar Mal erzählt, manchmal sieht es einfach in der Realität
anders aus, als es in der Theorie gedacht ist. Einfach, weil halt eben die meisten Züge halt eben auf diese Verbindungskurve dann abbiegen, ne? Und das vor allem für die Fernzüge gut ist, wenn die einfach da direkt lang gerade fahren können, ohne dass sie irgendwie hier über irgendwelche Weichen hochbilden müssen. Da können lieber ein Regionalzug wie wir hier einfach runterbremsen, mal auf 100 km/h und dann die Weichen hochbilden und ringsherum fahren. Das ist da auf jeden Fall sinnvoller. Deswegen ist die Theorie und Praxis da abweichend. So, jetzt sind wir schneller, als wir mit dieser Lok überhaupt fahren dürften, ne? Weil die natürlich keine Abriegelung hat, diese Lok. Aber die ist nur für 120 km/h zugelassen. Das heißt, schneller mit der zu fahren, ist illegal. Wenn jemand einfach nicht mehr schnell genug bremsen kannst, dann ist schlecht. Na, die darf einfach nicht schneller fahren, die Lok. Weil dafür ist sie nicht zugelassen. Das ist nicht erprobt, dass sie so schnell fahren darf. Oder kann. Ja, nicht zugelassen, aber warum nicht so weit zuziehen? Und würde ich in der Lok vorne sitzen, könnte ich auch gar nicht schneller als 120 fahren, weil ich da eben mit diesem Geschwindigkeitsregler ja fahren müsste. Das heißt, der würde mir auch nie mehr als 120 zulassen. Aber wenn ich hier in dem Steuerkorb sitze, dann kann ich ja einfach nur die Leistung einstellen und dann kann der Lok ja auch Leistung immer noch abverlangen, selbst wenn sie bei 120 km/h ist, einfach weil sie halt eben in die Richtung nicht abgeriegelt ist. Fürs so fahren. Kann sein, dass es vielleicht in der Realität irgendwelche Systeme gibt, die das Ganze dann abriegeln. Das weiß ich nicht, aber im Spiel zumindest ist es so, dass ich einfach weiterfahren kann. Und weiter beschleunigen kann. So weit wie die Lok halt eben hergibt. Irgendwann gibt der Elektromotor der Lok nicht mehr her und dann kann ich nicht mehr schneller fahren, aber ja. Das sollte man auf jeden Fall nicht ausreizen. Deswegen gibt es ja zulässige Geschwindigkeiten. So. Da haben wir den Güterzug auch von 143 gezogen, so wie wir von 143 her geschoben werden. So, dann hier in dieser markanten Brücke kann man erkennen, dass wir jetzt auf Höhe Rahlbeuer Ost sind. Mit dem Schmalspurbahnhof. Den man gerade nicht so wirklich gut sehen kann. So, dann schauen wir mal. 3 Minuten. 5,5 Kilometer. Soll tatsächlich machbar sein. Weil bei 120 km/h sollten wir ja 2 Kilometer in einer Minute schaffen. Das heißt, in 3 Minuten sollten 6 Kilometer drin sein, weil wir am Ende natürlich nicht mehr 120 fahren können in den Bahnhof rein, sondern dann runterbremsen müssen. Soll es tatsächlich sogar relativ gut hinhauen mit den 5 Kilometern in 3 Minuten. Ne? Deswegen bin ich da auch zuversichtlich. Übrigens, ich habe den Zwangsbremsungen-Zettel doch nicht verloren. Oh oh. Und wie steht's? Ich habe eine TXT-Datei rausgemacht. Ja, und wie steht's in der für mich? Warte, ich suche sie mal eben raus. Ist ja jetzt interessant zu wissen. So, hatten wir uns gerade den Richtungsvorankündiger mit einem N für Neustadt. Da, wo wir auch hinwollen. Zum Bahnhof Dresden-Neustadt. Wollen ja nicht über diese Verbindungsstrecke direkt zum Bahnhof Mitte. Das ist allerdings eine gute Frage, ist, wo ich die TXT-Datei hingelegt habe. Tja, weil die eine Zahlungsbindung von gerade eben könntest du da vielleicht noch eintragen. Oder du vergisst sie. Fände ich auch nichts dagegen. Nee. Ich habe den Zettel auch noch. Da drauf rein. Muss ich nochmal schauen. Unglaublich. Da verliert er nicht den Zettel, sondern die TXT-Datei. Bei 33? Naja. 80. Wuhu. Also 160 auf 80, 100 zu bremsen, das macht Spaß. Sag ich euch. Wollen wir mir das innerhalb von 23 Sekunden machen darf. Wenn du 100.000 das überwachen darfst, dann innerhalb von 23 Sekunden, ne? Von 160 auf unter 85 bremsen.
Da sind wir noch ein bisschen besser dran, mit von nur 120 da runterbremsen. So, ein bisschen Gas kann ich wieder geben, weil wir wollen auch schon die 80 fahren und nicht Porn 70 nur. Wir brauchen nicht zu viel Gas. Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse. S2 nach Pirna über Heidenau um 18.01 Uhr von Gleis 2. RB61 nach Zittau über Dresden-Klotsche um 18.02 Uhr von Gleis 3. S8 nach Kamenz über Dresden-Klotsche um 18.10 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächste Station, Dresden-Neustadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, 40 km/h war die Ankündigung, der wir jetzt hier einfahren, Dresden-Neustadt. Auf Gleis 7. So. Bremse ich mal ganz, ganz behutsam, sodass wir hier unter dem Bahnhofsdach zum Stehen kommen. So, aber wir haben doch eine Minute Verspätung aufzuweisen. Oh nein. Eine Minute Verspätung. Eine ganze Minute. So, da haben wir Regionalexpress in die Gegenrichtung. Und einen Güterzug in die Gegenrichtung. Ich wollte gerade mal kurz nachschauen, was für ein Regionalexpress es ist, der hier uns entgegenkommt. Okay. Kann ich es irgendwo sehen? Geht es irgendwo dran? Da stehen Tools, aber ich kann es nicht lesen, weil es zu klein ist. Ja, gut. So, da ist ein Abend ausgestiegen. So, der Güterzug steht jetzt hier auch. Und wir haben Ausfahrt. Ich weiß auch noch nicht, wofür die Ankündigung mit 40 km/h war, weil hier die Streckengeschwindigkeit sind 80. Von Dresden-Neustadt bis Dresden-Mitte. Deswegen bin ich insofern verwundert. Aber okay. So, wir fahren noch über das fünfte Gleis über die Marienbrücke. Also über das Güterzuggleis, aber das ist nicht unüblich, das macht man in der Regel so. Nächste Station, Dresden-Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und dann jedes Mal hier unsere Stadtrundführung. Hier sind auf der Marienbrücke. Im Hintergrund sieht man die Altstadt, das Gläsergebäude von uns, der Landtag. Und das hier ist die Genize. Und hier drüben, das ist das Heinz-Steyer-Stadion. Ein paar Folgen wusste ich aber den Namen nicht, aber ich meine, es wäre das Heinz-Steyer-Stadion oder irgendwie so. Aber in dem war ich auch noch nie drin, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Sport drin gespielt wird im Stadion. Menschen bewegen sich. Ja. So, Tür war hier schon mal gewechselt. Auf links. Dann haben wir hier auch unsere Halteposition.
So, weiterhin. Na, es ist so nur eine halbe Minute Verspätung. Ein bisschen mehr als eine halbe, aber das geht schon klar. 18.01 Uhr statt 18 Uhr sind wir hier in Dresden-Mitte. So weit vertretbar. So, da steckt doch niemand mehr ein. Also wir können verriegeln. Dann Türen zu und auf geht es dem letzten Halt unserer heutigen Reise in den Giegen, Dresden Hauptbahnhof. Da kommen wir auf Gleis 10 an, was nicht der Realität entspricht. In der Realität würden wir oben ankommen und nicht unten im Kopfbahnhof, sondern oben auf Gleis 2. Und nicht unten im Kopfbahnhof auf Gleis 10. Da fährt im aktuellen Fahrplanwechsel fährt da unten auf Gleis 10 zurzeit gerade nichts. Nach dem Fahrplan bis zum letzten Fahrplanwechsel fuhren dort die Regionalexpresse nach Görlitz und Görlitz bzw. Zittau-Liebereck. Je nachdem. Immer abwechseln. Also mal einer nach Görlitz, mal einer nach Zittau oder Liebereck. Gut, man sollte jetzt nicht unbedingt die Vorsignalverstärker wiederholen, aber egal. Vorsignalwiederholer wiederholen. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Dresden Hauptbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben folgende Anschlüsse: S2 nach Pirna über Heidenau um 18.10 Uhr. Von Gleis 13, ICE 1552 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof um 18.12 Uhr von Gleis 3, S2 nach Dresden Flughafen über Dresden Klotzsche um 18.18 Uhr von Gleis 14. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Hängt kurz, bisschen länger. Ich sagte, es hängt ein bisschen länger und es sollte auch langsam mal aufhören zu hängen. Das wäre ganz nett. Keine Ahnung, wie viel jetzt los ist. Nächste Station: Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Audio stockt. Ja, leider hat sich das Spiel nicht mehr gefangen, sondern ist tatsächlich abgestürzt. Zum allerersten Mal auf meinem PC, wohlgemerkt. Ja, wir waren ja schon so gut wie in Dresden Hauptbahnhof da. Ihr habt ihn ja schon gesehen auf dem Bild, so seht ihn jetzt gerade. Deswegen machen wir jetzt schon mal vorzeitig, noch bevor wir in den Hauptbahnhof angekommen sind, die Abmod. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid von der nächsten und somit auch letzten Folge von TSW 2 dabei. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!